Guten Morgen. Im ersten Track mit den nächsten drei Vorträgen geht es nur um OpenStreetMap. Und die drei Vortragenden sind alles Altbekannte in der Community. Der erste Jamotin Morgan, die kümmert sich um die Wanderkarte in OpenStreetMap. Und jeder, der schon mal versucht hat, in irgendeiner OpenStreetMap-Karte in das Suchfeld hineinzuklicken, der wird bei einer Software landen namens Nominateam, die von ihr jetzt schon seit über einem Jahrzehnt gemanagt wird. Ja, ne? Ist das schon über ein Jahrzehnt, ne? Ja, aber heute geht es um ein neues Thema von Sarah Hoffmann, denn sie erzählt uns etwas, wie man OSM-Daten mit Python und einem neuen Tool verarbeiten kann. Viel Spaß. Ja, hallo, guten Morgen. Es freut mich natürlich, dass so viele Leute da sind. OSM-Datenverarbeitung. Wenn man OSM-Daten benutzen will, dann gibt es inzwischen schon ein reichhaltiges Ökosystem an verschiedenen Tools. Es gibt Tools, die können Daten in eine Rendering-Datenbank importieren. Es gibt Tools für Routing, Geocoding, Nominatim hat man gerade gehört. Oder man kann einfach QGIS nehmen, um sich die Daten zu visualisieren. Das Problem ist so ein bisschen, was man immer dabei bedenken muss, ist, diese Tools verarbeiten OSM-Daten vor. Und das heißt auch, dass sie einige Informationen, die die OSM-Daten selber noch enthalten, schon wegwerfen und eben nur die behalten, die jetzt für diesen speziellen Anwendungszweck wichtig sind. Und wenn man irgendwie einen anderen Anwendungszweck hat, dann möchte man vielleicht auch andere Sachen aus den OSM-Daten rausholen und dann ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich zu den Daten direkt zu gehen. Und heute möchte ich über eine dieser Möglichkeiten sprechen, das ist PyOsmium. Ist nicht ganz so neu, die Bibliothek ist eine Python-Bibliothek, um OSM-Daten direkt zu verarbeiten. Wenn man das machen will, ist das Problem, dass man doch ein bisschen besser verstehen muss, was eigentlich hinter den OSM-Daten steht. Und das will ich heute so ein bisschen tun und dann ein bisschen zeigen, wie das Tool funktioniert. Das erste also, wie sehen die OSM-Daten aus? Wenn wir das klassische GIS-Modell betrachten, dann wird die Welt, wie hier zum Beispiel Zittau, eigentlich in Geometrien zerlegt. Also wir haben irgendwelche Punkte, wie zum Beispiel den Brunnen da oder die Bäume, Linien, Flüsse, Straßen und so weiter und dann noch irgendwelche Flächen. Das kann also kleinere Flächen sein wie ein Gebäude oder größere Flächen wie hier zum Beispiel der Hof oder ein ganzer Wald oder was auch immer. Aber die ganze Welt teilt sich in irgendwelche Geometrien auf, die irgendwelche Attribute haben. Und wenn wir wissen wollen, wie die zueinander in Relation stehen, dann machen wir Geometrieoperationen, da gibt es jede Menge bekannte Paper und alles. Wenn man sich jetzt das OSM-Modell anguckt, hört man dann immer, okay, da gibt es Node, Way und Relation. Node, das klingt ja so ein bisschen wie Punkt, Way klingt wie Linie. Naja, denken sich viele Leute, dann werden Relationen wahrscheinlich sowas wie Polygone sein. Okay, das kennen wir alles. Das, vergesst das, so funktioniert das OSM-Datenmodell nicht. Wie das OSM-Datenmodell sieht die Welt völlig anders. Und zwar das Wichtigste im OSM-Datenmodell ist eigentlich der Node. Und das ist einfach nur eine Koordinate. Manchmal kann so eine Koordinate ein Attribut haben, zum Beispiel also auch wieder der Brunnen, dass man sagt, okay, Koordinate mit dem Tag Brunnen. Aber die meisten Nodes sind eigentlich nur Stützpunkte, um unsere anderen Daten zu beschreiben. Das ist also der erste wichtige Punkt, den man mitnehmen muss. In OSM haben nur Nodes Geometrien. Was ist mit den anderen Sachen? Ways sind eine Liste von Nodes. Das heißt, wie vorher kommen wir natürlich irgendwie auf die Linie dazu, wenn wir uns also den Fluss beobachten. Aber der wird halt nicht geschrieben von, er geht von der zu der zu der Koordinate, sondern er besteht aus den Nodes 13, 14, 15 und so weiter bis 23. Und der Unterschied zum klassischen GIS-Modell ist dann auch, dass auch unser Gebäude, was vorher eine Area war, eben durch einen Weg beschrieben wird. Und zwar einfach definiert sich das dadurch, dass der Weg an sich selber wieder endet und dass wir gesagt haben, das ist ein Gebäude. Es kann auch Wege geben, die in sich selber enden, aber die keine Fläche sind. Also zum Beispiel ein Zaun, der ein ganzes Gebiet umschließt. Und die Relationen sind dann wiederum ein Set von irgendwelchen OSM-Objekten. Das heißt, da können Nodes drin sein, da können Ways drin sein und da können auch Relationen selber wieder drin sein, denen wir dann noch eine gewisse Rolle geben. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und die dann auch wieder im Prinzip eine Beziehung beschreiben zwischen den Objekten. Das kann tatsächlich eine Fläche sein. Also wie in unserem Fall hier, nehmen wir mal an, da der Hof, den beschreiben wir durch einen Weg, der den Zaun an der Straße entlang beschreibt und die drei anderen beschreiben einen anderen Weg. Dann kann man das Ganze in eine Relation packen, sagen, das soll jetzt eine Fläche sein und dann haben wir tatsächlich eine Fläche.
Aber Relationen können halt auch für andere Beziehungen benutzt werden. Zwei bekannte Beispiele und viel benutzte sind Busrouten. In Busrouten sind Ways drin, die beschreiben, wo der Bus, welche Straßen der Bus langfährt. Und das ist also eine direkte Beziehung. In einem GIS-Modell müsste man sagen, okay, das ist die gleiche Koordinate, das heißt, das wird schon die Straße sein. Zusätzlich sind Nodes, die Haltestellen drin, die also auch, wo man sagen kann, okay, zu dieser Busroute gehören wirklich diese Haltestellen. Ein anderes Beispiel, wo es noch ein bisschen weiter weggeht von, das ist eine Geometrie, sind abbiegige Beschränkungen, wo wir also sagen, wir packen in die Relation die Straße, von der wir kommen, die Straße, zu der wir fahren wollen, die Kreuzung und dann sagen wir, was ist die Abbiegebeschränkung. Also sprich, ich darf rechts von der Hauptstraße in die, weiß ich nicht, Karl-Meyer-Straße abbiegen. Ist also eher eine Beziehungsbeschreibung oder eine Topologiebeschreibung. Das ist also eine andere wichtige Sache, die man mitnehmen muss. Wir fangen nicht mit Geometrien ein, sondern OSM-Daten. Das Format beschreibt mehr eine Topologie und Geometrie ist eine Sache der Interpretation. Um das mit der Topologie noch ein bisschen zu verdeutlichen, das bekannteste Beispiel ist Brücke versus Kreuzung. Wenn wir also zwei Situationen haben, wie wir das hier haben, zwei Straßen kreuzen sich, der eine hat eine Brücke drüber, der andere hat tatsächlich eine Kreuzung mit einer Ampel. Im klassischen GIS-Modell sieht beides gleich aus. Das heißt, wir müssen gucken, oh, der eine Weg ist als Brücke gekennzeichnet, das heißt, ich kann nicht abbiegen. In OSM ist das anders. In OSM sehen diese beiden Modelle verschieden aus. Wenn wir eine Brücke haben, kreuzen sich zwar die Wege, aber es gibt keinen Not, den sie gemeinsam haben. Und damit wissen wir sofort, ah, da kann man nicht abbiegen. Das ist also, muss keine Brücke sein, kein Tunnel, ist egal. Auf jeden Fall kann man nicht abbiegen. Wenn es eine Kreuzung gibt, haben die beiden Wege einen Not, den sie teilen. Und damit ist es klar, ohne dass man genau guckt, wo die Not sich befinden, was für Attribute es gibt. Man kann das benutzen, um da lang zu routen zum Beispiel. Okay, das war die Schnelleinführung in die Grundlagen des OSM-Modells. Wie verarbeiten wir das also? Wir haben also jetzt große Dateien. Planet ist dann eben mal 50 Gigabyte groß. Der besteht aus diesen Nodes, die irgendwelche Koordinaten haben und vielleicht Attribute, aus Ways mit diesen Node-ID-Listen und Relationen mit diesen Listen von Objekten, die wir jetzt in irgendein neues Format verpacken wollen. Und wie man das am effizientesten macht, ist sequenziell durch die Datei durchgehen und jedes Objekt einzeln angucken, was damit machen und das so nach und nach zusammensammeln. Schauen wir uns das mit einem ganz einfachen Beispiel an, wie das in PyOsmium funktioniert. Das einfachste PyOsmium-Programm, was man natürlich sagen, ist Import PyOsmium, um zu sagen, wir wollen PyOsmium benutzen. Und als nächstes muss man sich erstmal sogenannte Händler definieren, also Callback-Funktionen, wo wir sagen, wenn ich ein Objekt reinbekomme, dann möchte ich damit was machen. Hier erstmal eine ganz einfache Funktion, die nichts anderes macht, als das Objekt auszugeben. Als nächstes muss man sich einen sogenannten Händler definieren, der sagt, für welches Typ von Objekt man welche Funktion benutzen will. Im Allgemeinen ist das so, dass man das sehr gut gruppieren kann, was man machen will, je nachdem, ob es eine Node, eine Way oder eine Relation reinkommt. In unserem Fall sagen wir mal, das interessiert uns gerade nicht, das heißt, wir benutzen die gleiche Funktion für alle drei Typen von Objekten. Nachdem wir das definiert haben, das ist also, was wir mal mitmachen wollen, können wir den Händler auf eine Datei anwenden. Machen wir hier mit Freiburg und wenn wir das machen und ausführen, dann kommt da tatsächlich so jede Menge Daten bei raus. Sind also so ein bisschen, sieht man jetzt die Informationen, die wir gerade hatten, da sind irgendwas von Location, da ist irgendwas von Nodes und so weiter. Was man hier schon sehr gut sieht, ist, dass das irgendwie sortiert ist. Also man sieht, da steht irgendwas von N und W und R, das ist offensichtlich Node-Based Relations, die in der Reihenfolge kommen und die sind auch selber bei nach IDs sortiert. Das ist sehr, sehr nützlich für die Verarbeitung. Das kann man sich also immer merken, das ist eine Konvention, es muss nicht so sein. Wenn man mal Dateien trifft, die nicht sortiert sind, dann sollte man sich Tools suchen, die das sortieren können. Osmium Tool kann das zum Beispiel und so vorher sortieren und dann wieder seine Programme so bauen, dass man annimmt, dass die Elemente Node, Way und Relation in der Reihenfolge kommen. Gut, einfach den Inhalt ausgeben ist so ein bisschen langweilig. Machen wir mal ein bisschen ein interessanteres Beispiel. Ich habe hier also mal eine kleine Karte der Straßenbahnlinien von Freiburg erstellt. Kann man tatsächlich mit QGIS relativ schnell machen.
Und was wir jetzt noch machen wollen, ist eine Legende dazufügen mit den Haltestellen, die alphabetisch sortiert sind. Die erste Frage ist natürlich dabei, was ist eine Straßenbahnhaltestelle? Kann ich jetzt leider nicht im Detail darauf eingehen, das würde einen Stundenvortrag selber brauchen. Aber kurz gesagt, man guckt im OSM-Wiki nach, dann findet man da so eine Box, die einem also sagt, Haltestellen sind als Not in der Datenbank. Man muss nach dem Tag Railway gleich Tramstop suchen und es gibt irgendwo einen Name-Tag, der dann den Namen enthält, den wir ja dann in der Liste ausgeben wollen. Okay, definieren wir uns eine Funktion. Ist Tramstop, die also guckt, gibt es einen Railway-Tag, hat der den Inhalt Tramstop und hat das Ganze im Name-Tag. Das heißt, wir schmeißen alle Haltestellen weg, die irgendwie aus irgendeinem Grund nicht benannt sind. OSM-Daten können da ein wenig inkonsequent sein. Und dann ist gerne der erste Versuch, wo man sagt, okay, was ich mache ist, ich definiere mir eine Funktion, die sucht alle Nodes raus, die diesem Attribut entsprechen, also unserer Tramstop-Funktion, packe das in eine Liste, hier in dem Fall die Stops, dann wendet man, wie wir es vorher gesehen haben, wir packen das in Händler, wir wenden das auf Freiburg an, dann haben wir unsere ganzen Stops, suchen uns die Namen raus, sortieren die alphabetisch und drucken die aus. Wenn wir das jetzt probieren, wirft Python einen Error. Sagt also etwas Komisches wie Node Callback keeps reference to OSM-Objekt. Was bedeutet das? Wie ich vorher schon gesagt hatte, was PyOsmium so effizient macht, ist, dass es sequenziell durch die Datei geht und jedes Objekt dem präsentiert, den Callbacks, und dann wieder wegwirft. Das heißt natürlich, wir können das Objekt nicht einfach behalten, sondern das wäre eine Referenz, die dann irgendwie rumdingelt und aufs Speicher zeigt, der nicht mehr existiert. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, oh, ich möchte gerne, dass ich das Objekt komplett kopieren kann, worauf ich immer sage, nee, das ist wahrscheinlich der falsche Ansatz. Was man machen sollte, ist, nur die relevanten Informationen behalten, die man wirklich benutzt am Ende. Weil das ist das, was Speicher spart und wo man dann auch mal eben schnell über den Planeten irgendwas machen kann. Das heißt, wir schreiben unsere Funktion ein wenig um. Unsere Filterfunktion, suchen wir wieder raus, ist das ein Tramstop? Und jetzt aber statt die ganze Node da in die Liste zu schreiben, nehmen wir einfach nur den Namen raus. Das wenden wir wieder auf Freiburg an, sortieren das Ganze und geben es aus. Noch ein kleiner Trick dabei, ist vielleicht jemandem aufgefallen, dass die Stops jetzt keine Liste mehr sind, sondern ein Set. Das ist einfach, um zu verhindern, dass wir Duplikate haben, weil es gibt natürlich von jedem Tramstop zwei Nodes in OSM, eine für die eine Richtung, eine für die andere Richtung und damit haben wir auch hoffentlich nur eine Ausgabe. Führen wir das wieder aus und tatsächlich kriegen wir eine schöne Liste der Haltestellen, inklusive wieder mal einer komischen Besonderheit von OSM, da hat jemand das in Klammern getaggt. Keine Ahnung, warum, aber sowas muss man dann vielleicht doch mal rausfiltern. Also Daten angucken auf jeden Fall. Okay, damit haben wir also unsere alphabetische Liste. Das ist relativ einfach. Machen wir es jetzt ein bisschen komplizierter. Neben der Liste der Haltestellen wollen wir auch eine Liste der Linien. Einfach hinschreiben, welche Liniennummer, von wo nach wo die Straßenbahn geht. Und was wir außerdem noch wollen, was mit QGIS dann nicht mehr so einfach ging, war die Länge der Linie wollen wir auch noch mit ausgeben. Gut, gleiches Spiel wie vorher. Was ist eine Tramroute? Da wird es ein bisschen komplizierter im Wiki, aber ich hatte vorher ja schon erwähnt, Tramroute, das funktioniert wie die Busroute. Das heißt, wir haben da so eine Relation mit Ways und Nodes, die die Route und die Haltestellen enthalten. Und außerdem sieht man hier, dass es noch wesentlich mehr Tags gibt, als es vorher in der Haltestelle gab. Gucken wir uns nicht im Detail an, aber was uns interessiert, ist tatsächlich die Trennformation, die wir wollten, gibt es. Die REF enthält die Liniennummer, FROM enthält den Startpunkt und TO enthält den Endpunkt. Machen wir uns also eine kleine Funktion, die uns das hübsch ausgibt. Die Länge ist jetzt noch die Frage. Die ist nicht in den OSM-Daten in Tags enthalten, das heißt, die müssen wir selber berechnen. Gut, gucken wir weiter runter in die Liste. Und da steht tatsächlich im Wiki genau das drin, was wir vorher hatten. Es gibt da irgendwie Ways, dieses kleine Drei-Punkte-Symbol sagt, das muss ein Way sein, der Member. Rolle steht da blank, also nichts. Und das sind die Wege, die die Route ausmachen. Das sind also die, die uns interessieren. Das Interessante jetzt hier ist, dass da unten das Way in der letzten Zeile, das W-Symbol nochmal auftaucht. Und zwar mit der Rolle Plattform.
Und da muss man aufpassen, weil nämlich in OSM größere Stationen die Plattform tatsächlich als geschlossener Weg gemappt wird. Und das heißt, die müssen wir natürlich wieder rausnehmen, weil die wollen wir in unserer Länge von der Straßenbahnlinie nicht drin haben. Das heißt, man muss wirklich also auch nach den Rollen gucken und kann nicht einfach nur nach den Typen der Members gucken. Gut. Bleibt noch die Frage, wie berechnen wir die Länge des Ways? Um da rauszufinden, wie wir das machen, machen wir es erstmal andersrum. Wir nehmen uns unsere Datei und versuchen mal, für alle Wege ihre Länge auszugeben. Glücklicherweise, wenn man in der Doku guckt, findet man also, dass PyOsmium da netterweise eine Funktion hat, namens Harvesting Distance, die uns tatsächlich die Länge in Metern gleich ausgibt. Sehr praktisch. Wieder, was wir vorher auch schon gemacht haben, wir definieren uns einen Händler, der genau das macht, die Länge ausgibt, wenden das auf Freiburg an und bekommen wieder einen Fehler. Diesmal sagt er Invalid Location. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass nur Nodes eine Geometrie haben. Und wir haben ja hier Ways benutzt und das heißt, in dieser Way-Node, diese Liste von Nodes, die wir reingesteckt haben in die Harvesting Distance, sind natürlich auch nur die IDs vorhanden. Und das ist der Punkt, wo OSM-Datenverarbeitung immer etwas speicherintensiv werden kann, weil praktisch die einzige Möglichkeit, effizient dann mit Geometrien zu arbeiten, heißt, dass man für alle Nodes, die man in seiner Datei hat, irgendwie die Koordinaten cachen muss, damit man relativ schnell wieder darauf zugreifen kann. Und das kann teuer werden. Nicht bei kleineren Dateien, aber bei größeren. PyOsmium hat einen Mechanismus, der für kleinere Dateien genau das Richtige macht und das richtig im Speicher anlegt. Aber wenn man größere Dateien hat, leider reicht da auch die Zeit nicht. Müsste man noch mal gucken. Es gibt verschiedene Mechanismen zu cachen und da muss man mal gucken, welche es gibt und welche für die eigenen Dateien sich eignen. Gut, wie geht das Ganze? Ist relativ einfach. Man sagt einfach bei der Verarbeitung der Datei Locations true. Und dann sagt PyOsmium, okay, da muss ich einen Cache anlegen mit Node Locations und außerdem wird es die Locations sofort in die Way-Nodes-Liste eintragen. Das heißt, die Nodes-Liste hat ein bisschen Platz, um die Koordinaten zu speichern. Und wenn man Locations gleich true angegeben hat, schaut es die Koordinaten nach und gibt sie mit ab. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, kriegen wir also tatsächlich Längen von den Wegen hinaus. Gut, damit haben wir die Wege von den Längen. Und das heißt, um die Straßenbahnlinie zu berechnen, die Länge, ist jetzt eigentlich eine relativ leichte Übung. Wir müssen also irgendwie die Längen der Wege zwischenspeichern. Das heißt, wir definieren uns ein Callback, was für jede ID die Länge in eine Liste speichert. Und ein zweites Callback für die Relation, in der wir also die Tramrouten raussuchen, durch die Members langsam durchgehen, gucken, ah, ist das ein Weg? Und, wie vorher schon gesagt, ist die Rolle 0. Dann rechnen wir einfach die Weglänge, die wir vorher gefunden haben, noch mit drauf. Dann tun wir das Ganze in die Funktion werfen, die wir vorher diese schöne Print-Funktion gemacht haben und sind eigentlich schon fast fertig. Wenn wir also das Ganze wieder auf Freiburg ausführen, mit Locations true natürlich, bekommen wir hier unsere Liste. Sieht man auch wunderbar, dass man sich nicht immer auf die OSM-Tags verlassen kann. Also irgendjemand hat Linie 7 vergessen, from und to zu taggen. Kann man also gleich in die OSM-Daten und gehen und das fixen. Und was man interessanterweise auch noch sieht, ist, dass es für jede Richtung eine Relation gibt und dass die tatsächlich nicht genau die gleiche Länge haben. Weil nämlich wahrscheinlich teilweise auch die, also entweder fahren sie irgendwo langsam anders lang oder es sind tatsächlich zwei Richtungen gemappt. Gut, noch einen letzten Hinweis. Wir haben jetzt für alle Wege die Längen gespeichert. Das ist jetzt, wenn man Freiburg bearbeitet, kein Problem. Das sind wenige Daten. Aber wenn man größere Daten bearbeitet, dann will man natürlich eigentlich nicht alles davon speichern. Und da gibt es den Trick, dass man sagt, okay, als allererstes suche ich mir aus der Datei raus, welche Wege mich eigentlich interessieren. Und speichere mir die IDs dieser Wege, gehe dann nochmal über die ganze Datei und merke mir nur die Längen für die Wege, die mich interessieren. So, die Vorverarbeitung, das würde ungefähr so aussehen. Das heißt, wir machen hier eine Funktion, die ähnlich aussieht wie die Relationsverarbeitungsfunktion, die wir vorher gesehen haben, also wo man die
durch die Members gegangen sind. Aber anstatt da schon auszugeben irgendwas, merken wir uns nur die ID in diesem Base Dictionary. Das wendet man auf Freiburg an und danach die Funktion, die wir gesehen haben, nochmal genau so und merkt sich aber nur in diesem Base Dictionary die Längen der Wege, die man vorher rausgesucht hat. Es mag am Anfang so ein bisschen kontraproduktiv klingen, dass man die Dateien mehrmals liest, aber tatsächlich ist PyOsmium clever genug zu sehen, okay, mich haben nur die Relationen im ersten Durchgang interessiert. Das heißt, er wird über die Nos und Ways drüber springen in der Datei und das geht ziemlich schnell. Das heißt, für ein bisschen länger Verarbeitungszeit kann man sehr viel Speicher sparen unter Umständen. Gut, das war's schon mit meiner kleinen Einführung. Ein Hinweis noch, obwohl Python PyOsmium hat eine Osmium als C++-Bibliothek unten drunter ist schon relativ schnell in der Dateiverarbeitung, aber es ist immer noch eine Skriptsprache und die Händler aufrufen dauert immer noch länger, als es in einem kompilierten Programm zu haben. Deswegen ist es immer eine gute Idee, bevor man eine Datei mit PyOsmium bearbeitet, es vorher so klein, die Datei so klein wie möglich zu geben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann geografische Ausschnitte sich runterladen, zum Beispiel von der Geofabrik oder von dem französischen OpenStreetMap-Server. Und es gibt Filtertools, wie zum Beispiel Osmium Tools, mit denen man auch die Tags rausfiltern kann. Also in unserem Beispiel hätten wir zum Beispiel erstmal das Osmium Tool über die Datei filtern lassen können, einfach nur die TRAM-Relation. Und dann wäre die Datei so klein gewesen, dass man praktisch nicht mehr merkt, dass da irgendwie etwas länger dauert. Das war's. Der Source Code ist auf GitHub. PyOsmium ist auch via pip zu installieren. Probieren Sie es gerne aus und jetzt bin ich für Fragen offen. Ja, vielen Dank, Sarah. So, das Plenum ist gefragt. Irgendwelche Anmerkungen? Ja, dann wollte ich. Ah, da vorne, ja. Mir ist gerade aufgefallen, in OpenStreetMap haben wir ja die geografischen Koordinaten abgespeichert. Wenn Sie jetzt da Strecken draus rechnen. Wenn man Strecken draus berechnet, kommen ja die falschen Strecken raus. Man muss erstmal eine Abbildung haben davon. Das wundert mich. Das kommt ja, ich habe es jedenfalls nicht gesehen, nirgendwo vor. Was heißt, die falschen Strecken aus kommen? Aus geografischen Koordinaten kann man keine Längen berechnen einfach. Man braucht ja eine längentreue Abbildung erstmal. Man muss sie erstmal transformieren. Die Haversian Distance macht das für WGS 84 ungefähr richtig, wenn die Wege nicht zu lang wären. Ja, okay, wenn die kurz sind, ja, natürlich. Aber genau. Und da die Funktion immer nur zwischen zwei Nodes die Länge berechnet und das Ganze summiert und zumindest bei Straßenbahnen die Nodes sehr nah aneinander sind, ist das, also ich sage jetzt nicht, dass es die hundertprozentig korrekte Länge ist, aber sagen wir mal, um sie auf einer Karte da mit anzugeben, ist das wahrscheinlich okay. Nee, stimmt, das natürlich, das reicht von der Genauigkeit. Nur eben bei den Bahnen, bei der Bundesbahn, durfte man sowas nicht machen dann. Ja, auch da gilt die. Also man hat natürlich nicht die ganze Distanz. Man hat ja nicht man rechnet nicht einmal von Hamburg bis München, sondern man rechnet alle Wege zusammen, die wiederum aus lauter kleinen Punkten bestehen, von denen man nur die Distanzen berechnet. Es wird eher schwierig, wenn man dann die Fähre von Hamburg nach New York berechnet oder sowas. Ja, dann ist es natürlich vorbei. Ja, genau. Okay, danke. Überzeugt. Weitere Fragen aus dem Auditorium? Dann hätte ich noch eine. Es ist ja meistens gefordert, dass bei den ÖPNV-Linien die Streckenabschnitte alle in der richtigen Reihenfolge in der Relation sind. Würde dein Programm auch funktionieren, wenn das nicht so ist? Das ist in dem Fall egal, weil wir einfach nur alles summieren. Ob sie in der einen richtigen Reihenfolge oder in der falschen kommen, ist in dem Ich meine nicht egal. Die richtige oder die falsche, sondern ein Element oben, ein Element in der Mitte, ein Element unten und also nicht sortiert. Genau, das wäre aber in dem Fall egal, weil man ja einfach nur alle zusammen rechnet, die Längen. Es würde, auch beim Rendering ist es egal, weil es egal ist, ob ich den Strich oben und dann unten und dann mal in der Mitte wieder ein bisschen zeichne, im Endeffekt kommt ein ganzer Strich raus. Das heißt, die Sortierung ist für
für andere Anwendungen wichtig. Wir hatten die Wanderwege mal erwähnt am Anfang. Das heißt, wenn man ein Höhenprofil erstellen will, wo man tatsächlich für jeden Punkt zeigen will, wo es ist, da braucht man dann die sortierten Routen erst vorher. Kann man das einfach berechnen. Aber das ist auch eine von den Sachen, wo man tatsächlich in die OSM-Daten gucken muss und was ist da eigentlich drin, ja. Noch jemand im Auditorium mit einer Frage? Hallo, wie sähe der Workflow aus, wenn ich Fehler in OSM finde und aber mit einem lokalen Extrakt arbeite? Das heißt, ich würde wahrscheinlich in JOSM die Rohdaten auf dem Server bearbeiten und wie würde ich aber, um jetzt einfach weiterarbeiten zu können, mein lokales Extrakt bearbeiten, wenn es groß ist? Das kommt ein bisschen drauf an, wie immer. Bei den meisten Extrakten lohnt es sich wahrscheinlich, das einfach nochmal runterzuladen. Es gibt die Möglichkeit, das zu updaten. Also die Geofabrik und auch OSM Frankreich, die haben beide Update-Files für Extrakte. Und PyOsmium hat tatsächlich ein Tool dabei, mit dem man Extrakte anhand dieser Updates aktualisieren kann. Das heißt, PyOsmium up-to-date wirft man einfach die Datei rein, das Extrakt, und dann holt er vom Server alle Updates. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Ja, dann nochmal vielen Dank, Sarah, auch für deine Antworten.